Wie wär's, wie ich da irgendwie 5 Jahre gebraucht habe, um endlich mal ins Spiel zu kommen, weil es 50 Mal abgestürzt ist, weil diese Beta auch gar nicht optimiert ist. Ich liebe es. Hey und willkommen zum ersten Video zu MW3, COD MW3. Ja, und zwar zu der Beta. Ja, endlich bin ich drinne. Also ich war ja schon davor in der Beta, also in der PS5, PS4 Beta. Genau. Da habe ich auch schon ein bisschen gespielt, aber konnte natürlich nicht aufnehmen. Jetzt sind wir auf jeden Fall da und ich muss ehrlich sagen, also PC-Beta ist ziemlich schlecht optimiert. Wenn du da reinkommen möchtest, es stürzt 50 Mal ab. Und das Ding ist halt, ja, es ist halt blöd, wenn du die ganze Zeit nur nicht reinkommst. Aber okay, ich habe gestern schon ein bisschen gespielt. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, aber hatte nicht genug Zeit. Haben ein bisschen mit einem Kumpel gespielt. Bin schon Level 15 geworden. Also das Max-Level ist hier Level 30. Und ja, wir werden jetzt erstmal, also wir werden insgesamt 2 Folgen von der Beta rausbringen. Die erste Folge wird einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Dingens Multiplayer. Und dann werden wir noch ein bisschen Ground War machen. Genau. Und dann werden wir wahrscheinlich uns erst wiedersehen, wenn Warzone da ist. Und dann Anfang 2024 werden wir die Kampagne spielen. Oh, und hier ist schon mal die erste Neuerung oder das Gute, was früher in den alten CODs war. Und zwar kann man hier bestimmen, entweder High-Rise, also es sind alles Maps aus den alten MW2-Teilen oder Teil. Und ich nehme, ja okay, Favela wurde schon gewählt. Ja, und ich bin echt gespannt. Es gibt jetzt erstmal insgesamt 5 Maps. Estate, High-Rise, Favela, Rust und genau, Skid Row. Und da sind wir auch schon. Ich habe direkt meine Lieblingswaffe von der Beta mir direkt geholt. Und zwar ist das die MCW oder so. Und hier guckt euch das an. Slide Cancel. Beast Liebe. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie man Reload Cancel macht. Also es soll irgendwie auch gehen. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Oh, direkt den ersten Kill. Guckt euch das an. Dieses geile Ding. Soll hier mal direkt oh, erstmal auf den Gegner schießen. Verbündete. Tschüss. Oh, direkt mal mit Pistole spielen. Ist auch mal nicht schlecht. Das Geile ist, wenn ich nicht mit Scheidepfer spiele, werde ich von den Gegnern auf der Minimap angezeigt. Also das ist ein bisschen blöd. Also immer Scheidepfer spielen. Habe ich jetzt bei der MCW jetzt nicht. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Man kann sogar Battle Rage hier als sekundäre Helfer, nenne ich das mal, benutzen. Finde ich geil. Oh mein Gott. Oh! Alter! Wie lange hast du überlebt? Da merkt man auch hier, da die Time to Kill ist viel, viel höher. Gut, und jetzt hier meine erste Killstreak, und zwar die Moskito-Drohne. Das ist halt so eine Drohne, die geht so nach oben und dann trifft die irgendeinen Gegner. Also kann zufällig sein. Die hat mich auch schon selber getroffen. Da habt ihr schon gesehen. Geil. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wer hat mich da gerade angeschossen? Jawohl! Meine Skills sind noch da. Ich habe sie noch nicht verlernt. Aber es ist halt immer noch so gewöhnungsbedürftig, auf den neuen Movement hier klarzukommen. Gut. Na, Scheiße. Jawohl, warte mal. Es geht ja doch nur nochmal raus. Hab ich die jetzt verkackt? Scheiße, ich glaube, ich habe sie verkackt. Egal. Ich habe hier noch als Ausstattung habe ich so ein Teil. Ich weiß nicht, was das bringt. Vielleicht ist das so eine Art Konterdrohne. Keine Ahnung. Frag mich nie. Dann kann man sogar mit V hier so die Waffe anders halten.
Es ist wie, als würde ich gerade ein Nachtsichtgerät halten. Aber jetzt brauchst du halt kein Nachtsichtgerät mehr. Sondern du kannst es jetzt einfach so einstellen. Ich werde es aber wahrscheinlich ändern, weil V, das ist ziemlich umständlich. Haha, ja, da hinten noch einer. Ach, Camper. Also die Camper sind mal wieder am Start. Das Schlimme ist, was in der Beta und wahrscheinlich auch in der Vollversion noch da sein wird, ist immer noch SPMM, also Skill-Based Matchmaking. Das finde ich scheiße, dass es immer noch da ist. Also es bedeutet, dass du, wenn du gut bist, dass du auch mit guten Spielern spielst und nicht mit irgendwelchen Anfängern. Klingt zwar jetzt in der Praxis, nee, klingt jetzt in der Theorie, klingt das gut, aber in der Praxis klingt das echt scheiße. Und ist es auch. Also da werde ich vielleicht noch ein einzelnes Video darüber machen. Aber jetzt habe ich halt keine Lust, mich darüber aufzuregen. Jetzt biegen die alle. Oh, Junge. Drei Leute campen in irgendeiner Ecke. Das ist auch mal verrückt. Gut, ich habe jetzt mal diese Bombendrohne ausgewählt. Ich halte die jetzt gerade. Und da wollte ich sie, alle Gegner. Oh, hier, warte. Ey! Oh, Junge, diese Bombendrohne hat einfach jedes Auto da kaputt gemacht. Oh, Entschuldigung. Ja, tut mir leid, meine Güte. Aber ich werde jetzt erstmal die Aufnahme stoppen und wir werden uns in der nächsten Map sehen. Also, bis gleich. Damit werde ich mit der Runde. Hat ziemlich viel Spaß gemacht und ich habe diese Uzi freigeschaltet, die ziemlich gut ist in der Beta. Und ich kann mir mal kurz mir die Waffen zeigen. Also ich habe hier schon zwei Waffensets, einmal natürlich die MCB. Ich weiß nicht, kann ich jetzt schon einen Schalldämpfer drauf machen? Nee, leider noch nicht. Ich hätte das gerne. Ich weiß, es ist ziemlich scheiß Set, muss ich ehrlich sagen. Jo, man kann sogar 60... Jo, Alter, wie geil. Man kann sogar hier bei der Pistole, kann man hier so ein eigenes Set nochmal drauf zu machen, also die ganze Waffe nochmal ändern, aber muss Level 21 sein, damit ich das machen kann. Wir werden jetzt mal die andere Waffe spielen, und zwar die MTZ 556. Die andere Weste kann ich auch noch nicht spielen, weil hier gibt es so verschiedene Westen und Handschuhe, Schuhe und ja, Helme und sowas. Wo man natürlich Perks drauf hat. Ich habe jetzt hier so ein Perk, das gibt mir Speed, dann hier mehr Mobility und dann kann ich nicht lesen. Okay, eine Runde High-Rise. Ich war schon einmal auf High-Rise und da kann man auf diesen ganzen Kran hochklettern, das will ich euch gleich mal zeigen, wenn ich nicht schon sterbe gleich. Also, warte. Jawohl! So, und jetzt. Rüberspringen. So, jetzt hier rauf. Und dann kann man hier so drauf. Dann kann man hier auf den Kran. Oh, bitte nicht abschießen. Und dann kann man hier an die Stange rauf. Ist das nicht geil? Also, man kann ja überall auf diesen Kran rauf. Und das ist nicht der einzige Punkt, wo man noch irgendwo raufklettern kann. Es gibt halt hier auch noch so das Teil. Da kannst du auch rauf. Zack. Und dann kannst du hier so ein bisschen campen. Und den zum Beispiel ausschalten. Ist eigentlich voll dreckig. Also ich hoffe, das wird ein bisschen genervt. Oh, kommst aber auch wieder rüber. Ich dachte jetzt, okay, ich muss sterben. Oh, hier runter kann man ja auch. Oh, scheiße. Hier runter kann man ja auch, aber ich sterbe. Ja, nice. Da hat der andere verkackt. Was da explodiert irgendwie. Warte, ich dachte, da kann man auch noch raus. Oh mein Gott, was war das denn eben? Ja, campt hier, Alter, alle in dieser Kiste, Junge. Das ist keine Kiste, aber okay.
No, ich wollte doch die Waffe wechseln. Warum? Junge. Boah. Ich spiele gegen die Liga, Alter. Ist ja schrecklich. Warte, warte. Ich sehe nichts. Das ist nicht so geil. Jawohl. Jetzt reingehauen. Gehasset. Ah! Jawohl, da haben wir noch mehr genommen. Nein, da geht jemand den anderen Weg. Du kleiner Bastard, der stand im Weg. Nein, 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 ich habe mich nicht selbst gekillt. Boah, der Typ stand einfach im Weg. Was konnte ich denn da machen? Wer labert eigentlich die ganze Zeit da im Hintergrund? Hört ihr wahrscheinlich nur leicht. Ich hätte jetzt Bock, einen Finisher noch zu machen. Irgendjemand ist da ganz unten. Ah, ne. Da ist er. Ja, Brudi. Leg dich nicht mit mir an. Kurz Asthma-Spray nehmen. Ah! Jawohl. Da war eine Moskitodrohne. Ach, die ist halt auch echt ärgerlich. Da kann man nichts machen. Boah. Ich will noch ein Kill machen. Jawohl. Den da hinten auch noch mal. Double Kill. Oh mein Gott, geblendet. Das war echt hell. Da hat noch einer. Ich hab Augen wie Nadler. Und dort. Nee. Muss nicht sein. Na gut, Leute. Dann würde ich jetzt erstmal die Runde beenden und dann sehen wir uns im Hauptmenü wieder. Oder nee, wisst ihr was? Wisst ihr was? Geronimo, ich spring jetzt aus High-Rise runter. Und das waren ein paar kleine Ründchen. ME3 Beta. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge sehen, wo wir nochmal Ground War spielen. Auf jeden Fall sage ich schon mal ein Fazit. Es macht richtig Bock. Und COD geht in eine richtig geile Richtung. Und ich sage jetzt, viel Spaß noch. Haut rein. Ciao, ciao.